Geht schon los. Moin Leute, herzlich willkommen bei den Smoke Brothers. Bei den Smoke Brothers. So, heute mit einem Pfeifen-Review und zwar zu der Smokezilla Minia. Steht zwar jetzt nichts drauf, aber das ist der Karton. Das ist ein riesen Karton, ist das. Da ist nochmal ein kleinerer drin, aber egal. Egal. So, wir haben erstmal alles aufgebaut, was in dem Set drin sein müsste. Wir haben die Pfeife jetzt schon ziemlich lang. Deswegen kann sein, dass da eventuell noch was fehlt, wenn dann rauskommt. Ja, gut. Erstmal zum Preislichen. Das ganze Set hier, also ist ein Set halt, mit Kopf, mit Pfeife, mit Zange, allen drum und dran, kostet im Angebot momentan bei Shisha World 89,90 oder 99 eher gesagt. Und normalerweise kostet die Minia in allen Farben 99,99. Die Farben sagen wir euch dann nochmal später, aber ich komme jetzt erstmal zum Inhalt von dem ganzen Paket, beziehungsweise wie man die Pfeife auch zusammenbaut. Jo, inhaltmäßig. Haben wir hier ziemlich viel auf dem Tisch. Haben wir erstmal die Bowl, dann ein Aluminium-Mundstück, der dazu passende Schlauch. Wir haben hier gerade Rose Gold, deswegen ist alles ein bisschen farblich hier aufeinander abgestimmt. Der Schlauchanschluss ist ein 18/8 Schliff. Den Molassefinger in dieser charakteristischen Diamantform. Vier Schlauchanschlüsse, also ne, die bestehen immer aus diesen kleinen Anschlüssen hier, aus diesen Schlauchanschlüssen. Einer Kugel, die ich hier in der Hand habe, und halt diesen Anschluss, der dann auf die Pfeife kommt. Ich habe jetzt schon mal drei davon zusammengeschraubt, weil es immer ein bisschen fummelig ist. Und ja, wie gesagt, kommt einfach immer nur die Kugel hier rein und raufgeschraubt. Ich weiß jetzt nicht, ob das in dem Pack schon zusammengeschraubt war. Wenn nicht, dann Kugel rein, zusammenschrauben, fertig. Vier Stück an der Zahl, dann natürlich die Rauchbase mit den vier Anschlüssen. Oben kommt die Rauchsäule rein, unten dann das Tauchrohr. Dann der Kohleteller mit den entsprechenden Anschlüssen, den 18/8 für die Rauchsäule und das wird halt gegengeschraubt. Dann haben wir natürlich hier die Rauchsäule, dann das Tauchrohr und dann war noch ein normaler Tonkopf mit Sieb dabei. Ja, kommen wir zum Aufbau. Als erstes schraube ich jetzt mal hier den Kohleteller zusammen, das ist ganz einfach, dieses untere Stück einsetzen den Kohleteller und oben einfach mit dem Kopfanschluss gegenschrauben. Schon einen Teller zusammengebaut. Ich lege den jetzt mal zur Seite hier. Ja, als nächstes dann die Rauchsäule. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil das gegengeschraubt wird. Muss man zuerst oben die Rauchsäule reindrehen. Ziemlich laut alles hier. Die bis zum Anschlag reindrehen. Alles über Gewinde gelöst. Und dann die Rauchsäule mit der entsprechenden Seite. Das müsste eigentlich auf beiden Seiten das gleiche Gewinde sein. Deswegen ist es egal, wie rum ihr die dran schraubt. Aber einfach dann drinnen gegenschrauben. Mh, das Alu quietscht schön. Ah, wunderschön. So, dann kommen natürlich die Schlauchanschlüsse. Die müssen wir alle reindrehen. Das ist ein bisschen fummelig, da das Gewinde ordentlich zu treffen. Ziemlich feines Gewinde. Müsst ihr halt aufpassen. Da muss man halt immer den richtigen Winkel finden, das ist ein bisschen fummelig. Aber wenn man es dann gefunden hat, dann... Klappt es immer noch nicht. Ja, jetzt habe ich's. Dann geht's halt relativ sahnig. Das Ganze viermal natürlich. Jetzt ist hier kommt der Schlauch von der schönen Siegfried runtergefallen. So. Ja, jetzt ging es hier schon besser. Somit ist auch dann die Rauchsäule mit Base und Tauchrohr verbunden. Die ist ganz einfach über eine Verschraubung gelöst. Einfach Rauchsäule aufsetzen. Merkt schon, runtergefallen. Und ja, eine viertelhalbe Drehung an sich und schon ist eigentlich die Rauchsäule dicht. Dann kommen wir noch zum Schlauch. Das ist auch normaler 18/8 Schliff. Passt 1A rein. Macht man einfach auf die eine Seite vom Schlauch drauf. Auf die andere Seite natürlich das Mundstück. So. Haben wir das.
Können wir jetzt hier auch reinstecken, das Ding. Und ja, jetzt habe ich natürlich wieder die Feder vergessen, ich Vollidiot. Hier einfach über den Schlauch ziehen. Schöner Knickschutz, der immer dabei ist. Finde ja. Ich sehr gut bei Smokezilla. Rüberziehen, fertig. Dann nur noch der Molassefänger, den mit einer leichten Drehbewegung reinmachen, weil sonst könnte es kaputt gehen. Und zum Schluss noch oben den Kohleteller drauf packen. Auch wieder schön langsam reindrehen. Kopfdichtung haben wir vergessen, aber das müsst ihr da eigentlich wissen, was das ist. Und dann kommt da oben der Kopf nur noch drauf. Mit Kopfdichtung haben wir jetzt gerade nicht da. Und Kamin oben drauf. Ja. Und so schnell ist die Pfeife zusammengebaut. Würde ich sagen, bauen wir dann noch schnell ein Köpfchen und dann sehen wir mal, wie das gute Ding qualmt. Let me take you for a ride. Dancing with the lights. Our hearts beating like a drum. So, wir haben das Ding jetzt befüllt, angemacht. Wir haben oben im Kopf den Hookain Lip Funnel Hollywood Pink mit einem Kalaut Lotus 1 Plus Nieres mit drei Tomcoco C25, Tomcoco Gold, C25 Kohlen. Als Tabak haben wir eine Mische aus Love 66 und Black Nana genommen. Klingt jetzt ein bisschen interessant, aber schmeckt gut. Schmeckt gut. 50. Schön minzig, schön geschmacksintensiv. Passt so. In den Molassefänger haben wir nochmal einen Schwab Wasser reingemacht, weil das kann ganz oft passieren, wenn da nämlich heißen Tabak, Molasse durch den Kopf durchfällt. Kann es sein, dass wenn ihr kein Wasser drin habt, dass er sich an den Molassefänger dran brennt und das ist immer ziemlich schwierig zu reinigen. Deswegen immer einen Schwab Wasser rein, dann wird die Molasse bzw. Tabak wieder abgekühlt und dann einzeln mal ausspülen und dann ist der Molassefänger wie neu. Zum Anzug ein bisschen was, ich versuche es mal anzuziehen. Jo, man muss schon ein bisschen Kraft aufwenden, also ist jetzt nicht wie atmen, wie wenn man jetzt eine kleinere Pfeife oder so hat. Mega Rauchvolumen. So, zum Durchzug eigentlich auch gut. Wie gesagt, man muss ein bisschen mehr ziehen, auch weil der Weg halt von oben bis unten durch den Molassefänger durch die Rauchsäule in die Bowl rein, ist halt ein bisschen weit der Weg. Und Molassefänger hindert auch immer ein kleines bisschen den Durchzug. Deswegen, ja, ist halt auch optional, deswegen auch mit Schliff gelöst. Ihr könnt den Molassefänger auch einfach weglassen. Dadurch habt ihr ein kleines bisschen mehr beim Durchzug. Nochmal kurz durch den langen Rauchweg zum Geschmack. Ihr verliert ein ganz kleines bisschen an so Geschmacksintensität im Gegensatz zu kleineren Pfeifen. Da habt ihr dann gleich von Anfang an einen etwas stärkeren Geschmack. Aber die Shisha-Neulinge, wofür die Pfeife ja auch eigentlich gedacht ist, ihr werdet das nicht merken. Also schmeckt echt gut. Ihr habt jetzt natürlich bei der Pfeife, dadurch, dass es eine Mehrschlauchpfeife ist, kein Blow-Off. Heißt, ihr könnt die Pfeife nicht auspusten, wenn jetzt der Rauch zu heiß ist.
sind also zu viel Rauch oder der Tabak schmeckt nicht, dass ihr den Rauch rauspusten könnt. Das ist jetzt bei der Pfeife nicht möglich. Es sei denn, man schraubt eine Kugel raus. Oh, ich hab's hingekriegt, Leute. Ein Erlebnis. So, jetzt sieht man es natürlich nicht, weil es hinten ist. Ihr macht einfach die kleine Kugel, die ihr da drin habt, einfach raus. Schraubt den Anschluss wieder drauf. Und schon habt ihr ein Blow-Off. Heißt, ihr könnt die Luft wieder rauspusten. Ich demonstriere das mal mit ein bisschen mehr Rauch. Das geht allerdings nur, wenn eine Kugel raus ist. Das heißt, ihr könnt dann die Pfeife nicht mehr mit mehreren Leuten rauchen. Es sei denn... Das Problem ist, ich kann nämlich... ich kann jetzt nicht einfach ziehen, weil da muss der Flo nämlich sein Mundstück zuhalten, damit ich nicht die Luft einfach hier reinziehe, damit auch die Luft nur durch den Tabak oben geht. Ja. Ist ein bisschen hinderlich, deswegen machen wir gleich die Kugel wieder rein, dass wir mit mehr Leuchten rauchen können. Und ich sag mal so, wir sind ja die kleinen Shisha-Profis hier, gell? Wir haben den Kopf ordentlich gebaut, wir brauchen keinen Blow-Off. Genau. Und es verbrennt der Tabak nicht. So. Genau, hier seht ihr auch nochmal kurz diesen 18-8er Anschluss. Ich habe jetzt hier auch einen ganz normalen zum Auxilla-Schlauch. Ist hier 18-8er Anschluss. Ich klicke mich einfach ein und Feuer frei. Kannst mitrauchen. Ja. Was gibt es noch zur Pfeife zu sagen? Sie gibt es in vielen verschiedenen Farben. Ich habe das mal hier raus. Darunter die Rose Goldene, die wir hier haben. Es gibt eine komplett schwarze Pfeife. Es gibt eine blau eloxierte Pfeife, rot eloxiert. Dann gibt es eine so ein bisschen silbergrau, beziehungsweise sollte es wahrscheinlich weiß sein. Es gibt noch eine lilane. Es gibt noch eine rein pinke Farbe. Grün. Und das wäre es dann eigentlich auch schon. Ja. Also ihr habt ein riesengroßes Farbspektrum, was ihr da abdecken könnt, wenn ihr euch die Pfeife zulegt. Und eine Grau-Anthrazit. Weiß und Grau-Anthrazit sowas. Die Schläuche mit den entsprechenden Adaptern und Mundstücken gibt es auch käuflich zu erwerben. Es gibt sogar ein Gesamtpaket, wo gleich 4 Schläuche mit dabei sind oder 2 Schläuche. Da müsst ihr einfach mal auf Shisha World gucken. Die vertreiben nämlich als einzige diese Pfeifen. Ja, Link können wir euch leider nicht in die Beschreibung packen, weil die auf ihrer Seite Tabak verkaufen und das will YouTube nicht. Deswegen einfach Shisha World googeln, dann kommt ihr auf die Seite, dann nach Smokezilla suchen und dann habt ihr alle da, die ihr haben wollt. Ja. So, dann rauchen wir noch mal ein bisschen weiter, machen gleich noch mal schöne Aufnahmen und ja. Vielen Dank fürs Einschalten, like das Video, lasst uns einen Kommentar da, abonniert den Channel für weitere Shisha-Videos. Guten Rauch bis dahin, eure Smoke Brothers.